Heute zeige ich euch ein Rezept für Kokosbällchen und wir machen sie nicht so langweilig, wie ich sie sonst immer kenne. Einfach nur irgendwie Eiweißpulver, Magerquark, paar Kokosraspeln rein. Nein, wir machen es heute richtig aufregend. Und zwar backen wir zuerst einen schönen Biskuitboden und das wird die Basis unserer Kokosbällchen. Und dann bauen wir alles andere darauf auf. Im Originalrezept sind die Kokosbällchen extrem schwer. Also sie bestehen aus Weizenmehl, haben extrem viel Zucker, Sahne ist drin, Schmand und Amaretto. Und wir machen das heute alles ein bisschen entsättigter. Wir nehmen Magerquark, anstatt Amaretto habe ich heute ein Vanilleöl. Das macht das Ganze alles ein bisschen leichter. Ich freue mich schon, euch das Rezept zu zeigen und würde sagen, wir legen los. Wir fangen mit dem Biskuitboden an und zwar schlagen wir zwei Eier auf. Dann kommt etwas Birkenzucker hinein und das Ganze rühren wir jetzt richtig schaumig im Mixer auf. Je steifer wir die Eier mit dem Birkenzucker schlagen, desto fluffiger wird die Masse und desto besser wird unser Biskuitboden. Unsere Eier sind jetzt richtig schön steif geschlagen. Jetzt kommen die restlichen Produkte hinzu. Und zwar einmal das Kokosmehl, dann Backpulver und von unserem Vanilleöl so ungefähr die Hälfte. Das riecht. Und dann mischen wir es noch einmal ganz langsam durch. So, der Teig ist fertig. Ich bringe ihn jetzt aufs Blech. Das könnt ihr ganz vorsichtig tun. Ihr müsst auch nicht den Teig großartig verstreichen, nur so ein bisschen auslegen, dass der so ungefähr die gleiche Höhe hat. Das ist nämlich kein Teig für ein ganzes Blech, sondern nur für so ein bisschen, weil wir brauchen gar nicht so viel von dem Teig. Und das Kokosmehl, das verhält sich ja auch ganz anders als das Weizenmehl. Quasi habe ich jetzt so einen großen Cookie gebacken. Und das kommt jetzt ab in den Ofen. So, unser Teig ist gebacken und fertig abgekühlt. Jetzt kann ich ihn hier in die Schüssel reinbröseln. Das mache ich gerade mal. Möglichst fein. Der riecht richtig lecker. So, als nächstes kommt die Pflanzenmilch dazu. Da könnt ihr gerne Kokosmilch nehmen, die aus dem Tetrapack. Die passt dann wunderbar dazu. Dann ein wenig Magerquark. Dann Kokosraspeln. Nochmal ein bisschen Birkenzucker und zum Schluss das restliche Vanilleöl. So, und jetzt müssen wir das alles nochmal miteinander verbinden. Am besten macht ihr das mit den Händen, da geht es am leichtesten. Genau, schön, dass das nochmal durchgeknetet wird und quasi eine Masse bildet. Boah, das riecht richtig lecker. Und jetzt, wenn ihr das alles miteinander verknetet habt, dann nehmt ihr euch ein bisschen was auf die Hand. Macht ein schönes Bällchen draus und das Bällchen könnt ihr dann in Kokos noch mal ein bisschen wälzen. Und fertig. Ja, das waren meine Kokosbällchen in einer etwas anderen Form. Ich hoffe, sie gefällt euch. Ich probiere jetzt das Rezept und ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren. Drückt die Glocke, dann verpasst ihr auch nicht meine neuesten Videos.
Ansonsten könnt ihr auch bei mir auf meinem Instagram-Kanal vorbeischauen. Dort habe ich noch mehr Inspirationen für euch unter Palm Secret. Wenn die Kokosbällchen gut durchgekühlt sind, dann schmecken sie auch erst. Und deswegen schön lange im Kühlschrank lassen. Meine sind perfekt, wenn ihr das riechen könntet. Boah, das riecht so aromatisch, so exotisch, richtig lecker. Dadurch, dass der Kuchen da drin ist, kriegt das Ganze auch so eine Kuchenform und ich finde es extrem lecker. Und es kommt dem Original, wie ich es kenne, mit dem ganzen Weizenmehl und Zucker und Schlagsahne und allem, Schmand, sehr, sehr nah. Also wirklich, ich würde auch sagen, ich merke kaum einen Unterschied. Wirklich. Probiert es gerne mal aus, es ist wirklich allererste Sahne. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Video und ich sage jetzt mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal.